ich bin Lars und hier im Interview mit dem Musikerboard am Kurzweilstand auf der NEMM 2018. Wir sehen hier das ganz neue, hier vorgestellte Kurzweil SP1 Stage Piano. Und das SP1 fokussiert wirklich auf den Live-Betrieb. Es ist ein What You See is What You Get Stage Piano, das heißt keine Untermenüs, ich habe alles im Zugriff. Wir haben vier verschiedene Instrumentenkategorien: Piano, Keyboards, Strings and Pads und Other, wobei Other dann Brass, Winds, Bass ist. Ich habe eine Effektsektion mit Equalizer, Reverb, Chorus, Tremolo und Delay. Ich habe eine External Control und ich kann mir bis zu 5 Favoriten abspeichern. Das Ganze mit einer Polyphonie von sage und schreibe 256 Stimmen. Damit lässt es sich schon vernünftig spielen. Es ist sehr leichtgewichtig mit 12 Kilo, sodass es für den Bühnenalltag ausgelegt ist. Es hat ein Fatah Keypad, mit dem man sehr gut spielen kann, sehr ausdrucksstark spielen kann. Und das bei einem Preispunkt von 800 Euro.